So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Jetzt geht's weiter mit dem Getränketest, nämlich Strawberry Fanta. Auch wieder mit dem Kameramann. Hallo. Ja, meine Lieblingsfanta ist Johannisbeere. Was ist deine? Ja, die Johannisbeere ist gut oder auch Cassis. Cassis ist ja auch eine Johannisbeere. Ja, Cassis und Johannisbeere ist ein und dasselbe. Ja. Strawberry. Die gibt's auch bei uns in Deutschland, bloß die heißt hier Erdbeere. Und es gab auch mal einen exotischen Erdbeergeschmack bei uns. Die gibt's jetzt nicht mehr hier. Exotischer Erdbeergeschmack. Ja, deswegen mache ich das jetzt mal auf hier. Kann da mal gucken, wie viel Kalorien das Ganze hier hat. So 180 hat das Ganze hier drin. Ja, ich rieche mal dran. Das riecht viel süßer als die Fanta bei uns. In Amerika machen die doch generell mehr Zucker rein, falls das so ist. Ja, ist so. Ja, kannst du mal dran riechen. Riecht viel süßer als unsere Fanta. Boah, krass süß. Weil es gab ja mal bei uns einen exotischen Erdbeergeschmack und die war sehr, sehr süß. Die haben den aber aus dem Sortiment genommen. Ja, ich probier's jetzt mal. Das tut im Hals weh, so süß ist das. Die amerikanischen Fantas, muss ich sagen, haben so chemische Farben, so leuchtend. Diese Ananas-Fanta, die ich hier mal getestet habe, die war auch so leuchtend gelb. Ja, die deutsche ist eher so matt. Ja, also ich würde sagen, das schmeckt für die deutsche Exotik-Fanta. Exotische Erdbeer-Fanta, da kannst du ja auch mal probieren. Schmeckt sehr, sehr stark nach Erdbeer, ist aber zu süß, muss ich sagen. Finde ich sogar ich mag es sehr süß, aber das ist zu süß. Zuckerwasser. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig viele Leute mögen. Aber ich würde dann lieber die deutsche Fanta trinken. Strawberry Fanta ist mir doch ein bisschen zu süß. Ist aber auch okay. Kriegt 8 Punkte. Würdest du auch sagen, so 8? Ja, sieben. Ja, 7, 8 Punkte so. Ja, Strawberry, die amerikanische Version. Vielleicht teste ich auch nochmal die deutsche. Ja, mal gucken. Ja, das war's dann und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.